Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, bevor wir richtig loslegen, muss ich noch erwähnen, dass ich dieses Gebilde völlig vergebens gebaut habe. Also, ich hätte es gar nicht gebraucht, um Biomasse zu erzeugen. Das Problem war, wurde mir netterweise in den Kommentaren gesagt, ich habe ja nachgeguckt, kann ich Biomasse herstellen aus Produkten. Da habe ich als Beispiel Seetang genommen und habe dann festgestellt, oder wenn ich, nee, nicht Seetang, da, ja doch, nee, Plankton habe ich genommen. Genau, dann habe ich gesehen, wenn ich Plankton zu Biomasse machen will, brauche ich dafür diesen Sirup. Und ich, den Sirup konnte ich noch nicht herstellen. Und dann bin ich in meiner Naivität davon ausgegangen, dass ich immer, wenn ich Biomasse über so einen Komposter herstellen will, quasi als Brennstoff diesen Sirup brauche. Ist aber gar nicht so. Normale Sachen, ich kann alles Mögliche da komposten. Also sei es jetzt Baumstämme oder Holz oder wahrscheinlich auch irgendwelche Pflanzen und so weiter. Nur bei ganz wenigen Dingen brauche ich halt diesen Sirup. Und da bin ich mal wieder von Voraussetzungen ausgegangen und ich sehe hier Asche, ich werde wahnsinnig, ich werde wahnsinnig. Warum? Also wie gesagt, ich hätte einfach einen Komposter hinstellen können, Holz rein und gut ist, dann hätte ich mir ein, zwei Stunden Arbeit gespart. Aber warum? Ach nein. Alles gut, ich habe mich umsonst aufgeregt. Das war ja dieses verunreinigte Ascheband, wo ich dann für diesen Zweig hier extra diesen Greifarm hingesetzt habe. Der soll die Asche da rausfiltern, weil ich da keine Lust hatte, das manuell nochmal zu machen. Alles gut, nichts passiert. So, wir sind hier bei einer Stelle, wo ich halt auch nochmal Blei hochgepackt habe. Blei hatten wir normalerweise noch nicht von hier. Hier machen wir unser Lötzinn daraus, aus Blei und Zinn, und das Blei haben wir noch nicht weiter hochgeführt. Brauchen wir jetzt aber wieder. Und eigentlich wäre es besser gewesen, hier einen Bahnhof hinzusetzen, aber hier einen Bahnhof, oder sei es auch den Bahnhof, dann hier oben hoch zu verbinden, das ist doch mit einigen Landfill verbunden oder hier und so. Das ist alles noch nicht der Aufwand, den ich jetzt treiben will, und ich habe jetzt schon so viele Fließbänder hier hochgelegt, nämlich Zinn, Lötzinn, Titan, Steine und so, da kommt es auf das eine Fließband mehr jetzt auch nicht drauf an. Jedenfalls brauchen wir nicht nur Blei gleich, sondern wir brauchen auch Zink. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir nur noch wenig Zink produziert haben. Das hat sich inzwischen schon wieder gebessert, weil ich eine kleine Änderung vorgenommen habe. Ich dachte erst, hier werden die Erze leer, aber nein. Wir haben zu wenig aromatische Kohlenwasserstoffe. Und das liegt daran, der frisst jetzt einiges weg für die Gummiherstellung. Plastik frisst was weg. Und dann blieb für Zink nicht mehr so viel übrig. Und dann habe ich festgestellt, wir produzieren etwas mehr leichtes Öl, als diese Anlage verarbeiten kann. Also habe ich diese Anlage nochmal erweitert. Und hier unten noch mal eine hingestellt. Da oben war leider kein Platz mehr, aber hier unten ist auch okay. Die beiden erzeugen jetzt aus Leichtöl aromatisierte Kohlenwasserstoffe und eben nebenbei Benzin, was dann ja verbrannt wird. Ja, dann wofür brauchen wir das Blei? Wir wollen heute diese Blei-Antimon-Legierung herstellen. Eigentlich habe ich euch ja CDNA versprochen, aber ich konnte bei dieser bei diesem einen Gewusel nicht Schluss machen. Ich musste bei der Gearbox und Shaft Fabrikanlage weitermachen, weil ich da gerade so im Thema war. Wenn ich da jetzt wieder was anderes mache, dann weiß ich nachher nicht mehr, was ich bei dem einen gemacht habe. So, hier komme ich wieder nicht durch. Vielleicht soll ich noch ein bisschen mehr Wege mal bauen. Achso, nee, doch eine Änderung habe ich auch noch gemacht. An dieser Stelle muss ich auch erwähnen. Und zwar an dieser Stelle hier. Beim Coke haben wir eigentlich sonst gesagt, vorrangig hier Coke nach Süden schicken und dann eben weiter nach Westen.
weil da ganz viele Sachen Kork brauchen. Aber mittlerweile haben wir auf der linken Seite ja auch noch andere Kork-Produzenten. Und auf der rechten Seite ging es bislang nur zu einer Verbrennung. Das hat sich jetzt geändert. Hier rechts geht es nicht nur zur Verbrennung. Also habe ich gesagt, hier ist er gleichberechtigt. Ein Teil geht nach Süden, ein Teil geht hier nach Osten. Und dann gucken wir uns mal an, was wir mit dem Kork jetzt hier treiben. Das geht erstmal weit weg. Also hier ist übrigens das Bleiband. Blei und Zink. Ich hatte keine Lust, hier so Kurven zu legen und habe deshalb schon mal ein Stückchen Landfill gelegt. Wir werden sowieso ein bisschen Landfill hier noch machen. Immer wenn ein bisschen Platz gebraucht wird, werde ich dem See oder dem Ozean ein bisschen was abtrotzen. So, hier Kork hauptsächlich nach Norden, wenn es geht, und die Reste nach Osten zur Verbrennung. Strom ging übrigens so in letzter Zeit. Also ich hatte zwischen den beiden Aufnahmen, zwischen der letzten Aufnahme und dieser jetzt, teilweise mal einen Verbrauch von 240 Megawatt, der gestemmt wurde. Ich habe aber auch mal 170 Megawatt gesehen, den wir nur hatten, und er wollte aber mehr haben. Also es ist so ein bisschen am Schwanken. So, es geht jetzt erstmal hoch zu dieser Anlage, die ich unbedingt noch weitermachen wollte. Wir hatten letzte Folge schon mal das Ding gesehen, hier Utility Pack, heißen die so, Utility Box. Und habe ich gesagt, da fehlt aber noch eine Control Unit, die ich hier rechts noch daneben klatschen will, und das habe ich dann auch getan. Und die ist aber anspruchsvoll, die will halt Batterien haben, die will Quarz haben. Ich habe bereits einen Quarzbahnhof eingerichtet, wo das hingeliefert werden kann. Fließbänder bereits verbunden hiermit. Müsste alles funktionieren, sobald die andere Stelle da ist, also dass wir Quarz irgendwo in den Zug laden. Das Problem ist halt bei uns, Quarz ist hier irgendwo da. Und dann zum Zug, ja, geht jetzt gerade nicht. Aber ist nicht so schlimm, weil wir auch andere Mängel noch haben. Also wir haben noch andere Sachen, die nicht angeliefert werden. Dann kommt es auf das Quarz jetzt auch nicht an. Nämlich die Batterien können auch noch nicht stattfinden. So, ansonsten war hier, waren diese Breaks, die habt ihr gesehen. Da fehlte aber noch die Keramik. Habe ich überlegt, soll ich Keramik jetzt von der Starterbase hier irgendwie hinliefern? Dann müsste ich es da aber auch erweitern. Dann habe ich gesagt, komm, ich habe hier noch ein bisschen Platz. Machen wir Keramik hier vor Ort. Machen Clay hier vor Ort, damit Keramik hergestellt werden kann. Dampf wird hier direkt generiert und so. Dann haben wir das Stückchen hier sinnvoll genutzt. Hier bei Control Units war es nicht so einfach, dass ich mir eben sagen konnte, hier machen wir jetzt die Batterien drunter. Denn die Batterieanlage wird ja in so einer Chemiefabrik gebaut, und Chemiefabrik war früher mal 2x2 Felder groß und ist jetzt deutlich größer geworden. Was sind das, 8 oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 8x8. Habe ich mal hier hingesetzt. Die brauchen Graphit, und ich habe gesehen, eine Graphitfabrik kann genau zwei Batterienfabriken versorgen. Also habe ich das hier mal so hingesetzt. Und dafür ist eben ein Teil des Kokes, was wir unten gesehen haben. Hier sehe ich gerade noch was. Oh. Der braucht hier Zink. Und der hat da Zink, okay. Ja, ein Teil des Koks, anderer Teil des Koks ging halt hier zu dieser Keramikherstellung. Und wenn wir hier sowieso schon mit dem Kork vorbeigingen, dann habe ich auch den Dampf damit generiert als Brennstoff. Ja. So, hier, die brauchen auch noch Bolzen. Habe ich überlegt, soll ich die Bolzen von da drüben wegnehmen, und dann aber gesagt, nee, die brauchen die ja da, und außerdem kann ich das eben hier auch nebenbei bauen. Also es, warte mal, braucht man noch Eisenstangen? Das war Graphit, das waren keine Eisenstangen. Die Eisenstangen waren nur dafür da, damit wir daraus die Bolzen machen. Okay. Ja, Batterien können wir noch nicht weitermachen jetzt. Cyansäure und Melamin, daran scheitert es, aber wir wollen jetzt zumindest mal das Blei-Antimon, also die Blei-Antimon-Legierung herstellen. Und die wird später mal hier drauf landen, auf dem dritten Fließband von oben.
Und hier wird ja nur Zink gebraucht von diesem Band, was halt Zink und Blei beinhaltet. Und das andere geht dann hier nach links rüber und da brauchen wir das Blei. Geht jetzt hier so ein bisschen komisch runter. Ich muss halt hier durch das bestehende Kupferfeld erstmal noch durch. Irgendwann wird das Kupferfeld weg sein, dann ist es einfacher mit den Fließbändern. Aber ich muss hier jetzt erstmal ein bisschen so durchgehen. So außenrum ist schwierig. Wenn ich jetzt sage, ich darf da nicht durch, ich darf da nicht durch, wo soll ich denn lang gehen? Dann muss ich ja hier oben lang gehen und so. Blöd, ne? So, und hier habe ich mal zwei Smelter aufgestellt. Einer kann eine Batteriefabrik versorgen. Momentan reicht uns eine Batteriefabrik. Zukünftig sind auch zwei Batteriefabriken zu wenig. Das ist wie immer. Das, was ich hier gebaut habe an, wo ist es? An Batterie, das ist zu groß und zu klein gleichzeitig. Wie immer. Für jetzt ist es etwas zu groß. Und für später ist es viel zu klein. Aber ich halte es für einen sinnvollen Kompromiss, das jetzt in dieser Größe zu bauen, weil es hier eben so schön reinpasst. Ja. Batterien brauchen wir nicht nur für die Control Units, sondern auch für viele andere Dinge. So, hier, das habe ich deshalb hier rangesetzt, das Fließband mit dem Antimon, das war bereits dort. Und hier sind die doofen Klippen, wo ich sowieso dann nichts Sinnvolles hier reinbauen kann. Da dachte ich, baue ich das einfach mal so hier nebeneinander. Und habe dann das Blei von hier unten hingeführt und das andere, das Endergebnis, geht dann nach rechts wieder raus. Also die Legierung. So, und dann sollte der jetzt hier anfangen. Hat eine lange Produktionsdauer. Und da oben fehlen noch Greifarme. Die brauchen natürlich auch Strom. Der hatte schon einen Greifarm, alles klar. Ich weiß nicht, ob wir diese Legierung noch für was anderes brauchen, aber wir haben ja hier einen Bahnhof in der Nähe, da können wir zur Not noch Sachen dann auch später abtransportieren. Deshalb dieser Bahnhof, im ersten Augenblick dachte ich, vielleicht ist er auch zu groß so, aber auch wenn jetzt hier noch Sachen frei sind, es wird doch noch einiges gebraucht. Wobei es mithilfe von LTN sein kann, dass wir dann weniger Gleise brauchen. Vielleicht. Müssen wir schauen. Aber LTN geht halt jetzt noch nicht so. Warum eigentlich nicht? Könnte ich jetzt auf LTN umstellen? Ne, Batterien. Genau, Batterien fehlten. Ja, genau, das war der Grund. So. Genau, hier habe ich dann auch den nächsten Schritt noch gemacht. Das Ziel war ja, dass wir hier das Endprodukt herstellen. Diese, wie hieß es? Ich muss eben nachgucken. Hier diese Mechanical Parts, die wir dann für 180 verschiedene Gebäudearten brauchen. Auch teilweise für gelbe Gebäude, also nicht nur für rote. Zum Beispiel brauchen wir die ja auch, die Mechanical Parts, um jetzt hier unsere neue Energieversorgung und so zu machen. Deshalb war mir das schon wichtig. Und das kriegt halt sein Zeug von unten. Sieht ein bisschen ja gewuselt aus. Es sind nicht immer schön gerade Linien. Aber ich finde es noch okay. Es ist nicht zu sehr durcheinander. Der braucht halt Bremsen. Control Panel ist das einzige, was noch fehlt. Gearbox, Shaft, Utility Box, Gummi. Kleine Teile und Stahl. Das ist alles so von hier kommt. Was übrigens sein kann, dass die Mengen, zum Beispiel, was ich jetzt hier in Eisen anliefere, dass das dann zukünftig nicht reicht. Das ist kein Problem. Wir haben hier einen Bahnhof nebenan. Da können wir alles noch hinliefern. Aber momentan, so für den ersten Step, reicht das.
Das heißt, hier kommen wir jetzt eigentlich nicht weiter. Wir könnten Cyan machen, aber dafür brauche ich halt Manur, dafür brauche ich Aurochs, die sollen was zu fressen kriegen, dafür brauche ich Ralesia. Das heißt, wir sehen uns an dieser Stelle in vielleicht 20 Spielstunden wieder und müssen uns jetzt erstmal mit anderen Dingen beschäftigen, nämlich mit C-DNA. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, außer mit euch zusammen, wo wir das denn aufstellen wollen. Nämlich hier irgendwo. Ja, das wird sich nach rechts nicht verbreitern. Ich kann noch mal eben gucken, brauchen wir Gummi für Sachen, die wir hier noch produzieren, oder Industrieruß. Wenn ich jetzt mal gucke, Industrieruß. Ich glaube, das brauchen wir nur für Gummi. Na, auch für schwarzen Stahlbeton. Was kann der Besonderes? Kann ich das woanders besser sehen? Stahlbeton, Konkret. 350. Okay, der hat eine andere Farbe. Also mit dem Ruß ist er schwarz gefärbt. Ja, logisch. So, also da müssen wir nichts hier in die Nähe stellen. Dann machen wir Gummi. Ja, Riemen. Wollen wir Riemen hier direkt herstellen nebenan? Ach genau, kleine Teile können wir auch mit Gummi herstellen, mit Advanced Casting später. Okay, wir können alles Mögliche mit Gummi herstellen. Aber nichts, was wir jetzt hier brauchen. Ja. Kommt alles per Zug dann. Also das Gummi wird per Zug irgendwo hin transportiert, wo wir es denn bauen. Bei den Riemen muss ich halt überlegen, macht das Sinn? Hier an dieser Stelle will ich solche Sachen wie lange Greifarme und Panobots nicht bauen. Gut, also machen wir CDNA. Habe ich das hier? Da habe ich das Rezept, das ist aber nicht das, was ich meine. Da habe ich das hingepackt. Von der Größe bin ich halt nicht sicher, ob ich... Ich muss nochmal gucken. CDNA. Brauchen wir das viel? Wir brauchen das... Einmalig immer für solche Sachen. Später brauchen wir das für Growth Factor und so. Das ist sehr spät. Und diese ganzen Rezepte ist halt nur einmalig, damit wir so die ersten Produkte davon herstellen können. Das ist nichts, was wir ständig brauchen. Oh, warte mal, Mohs Mark II. Zur Verbesserung von irgendwelchen Moosen und so. Das ist dann schon was Dauerhaftes. Zutaten kommt da Mohs Mark II rein, zwei Stück, und dann können da drei Mohs Mark II rauskommen. Dafür brauchen wir dann aber sehr viel CDNA. Ist für mich jetzt schwer abzuschätzen, wie viel Zeug wir brauchen. Wahrscheinlich eher wenig.
Aber ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich zwei dieser Gebäude hier aufstelle, finde ich. Und diese Sachen, also gerade Zocknerbakterien brauchen wir noch viel mehr. Retrovirus bin ich mir auch nicht so sicher. Ich fange mal damit an. Baue ich von hinten nach vorne, oder? Also erst das Endprodukt. Ja, damit ich es besser abschätzen kann. Also okay, habe ich die Genlabore überhaupt dabei? Natürlich, die habe ich vergessen. Ne? Ich habe wieder nichts gebaut. Sorry. Ich kann zwei davon bauen. Das ist gut. Warte mal, ich muss mir nochmal Duralumin-Nachschub holen. Ist nicht weit. Ist halt das Problem, wenn man so ein kleines Inventar hat, dann muss man oft laufen. So, als ob man eine kleine Blase hat. Oh, ganz viel ist da nicht. Ich sehe gerade, Leiterplatte 1 habe ich auch nur noch 61 Stück. Ich habe eigentlich Material geholt, bevor ich diese Folge gestartet habe. Aber ich habe nicht an die Genlabore gedacht. So, hier ist ein rotes Kabel dran, das sagt, 200 sollen hier immer drin sein. Damit ich hier was beim Vorbeigehen finde. Ich komme hier oft vorbei und nehme den Leiterplatten mit. Da komme ich halt eher dran vorbei als an diesem Bahnhof hier, wo auch Leiterplatten drin sind. So. Stahl. Dann weiter. Eisen und Kupfer hatte ich noch. Alu habe ich auch noch. So. Und jetzt können wir das Zeug platzieren. Nee, links. Hier tut sich übrigens wenig, weil ja, sowohl Kokofengas als auch heiße Luft voll ist. Brauchen wir derzeit nicht, weil wahrscheinlich ja, Glas richtig voll geballert hat in letzter Zeit und jetzt die Lager voll sind. Hatte ich gerade Strommangel gesehen? Ne, Kokofengas, das war das Orange, was ich gesehen habe, alles klar. So, Genlabore. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs Abstand machen wir mal. Es kann eventuell zu wenig sein, weil der so viel Zeug braucht. Ich muss da mit drei Bändern links und rechts rechnen können. Eins, zwei, drei würde zwar gehen, aber dann habe ich hier keine Reserve mehr. Ich gehe noch mal zwei Felder nach rechts. So, der kriegt viel Zeug von unten und vom Bahnhof, aber der kriegt jetzt eben auch Zeug von oben. Und das wären Plasmide und Retrovirus. Die brauchen auch beide Laborequipment. Die brauchen beide diese Schalen. Ja, das ist okay. Also machen wir zweimal Biofactory.
Bioreaktor sehe ich. Ich habe auch keine Biofactory gebaut. Habe ich mich gar nicht vorbereitet, bin ich so faul gewesen. Ich dachte, dieses Gebäude hätte ich eben gesehen. Geht ja schnell jetzt, okay. Ich lasse hier noch ein bisschen Lücke. Ist das sinnvoll? Also mal gucken. Plasmide. Ne, wir brauchen eigentlich kaum was. Der braucht auch Glasdinger. Ja, das ist super easy hier. Dreier Abstand reicht. So, dann können da in die Mitte die Zocknerbakterien rein. So, da so. Die werden hier wahrscheinlich von rechts kommen. So, und dann brauchen wir wieder ein Gebäude, was ich wahrscheinlich nicht dabei habe. Ich habe 100% die Inkubatoren gebaut. Hä? Da sind sie. Doch, die sind da. Aber die anderen Gebäude, kann das sein, dass andere Gebäude als Grundlage dann Biofactories hatten und ich die deshalb vercraftet habe? Achso, warte mal, jetzt habe ich hier zweimal Plasmide und Inkubatoren, habe ich eigentlich nur einen geplant. Ich muss noch mal eben gucken. Plasmide. Oh, brauchen wir für Sulfide Sarkorus. Und da haben wir letzte Folge gelernt, dass wir das für Forschung 3 brauchen. Achso, warte mal, wir sind hier schon bei 2, 2, ja, das ist okay. Das ist ja sowieso schon einen Tick zu groß ausgelegt. Trotzdem. Retrovirus. Achso, warte. Zutaten 19 Sachen. Pluripotente Stammzellen. Das ist so ein Standardding, um später bestimmte Sachen machen zu können. Also es gibt zwei Produktionsverfahren später für irgendwelche Dinge. Und quasi so eine Art Shortcut ist pluripotent Stammzellen. So war es jedenfalls in der letzten Staffel. Das ist dann manchmal so ein einfacher Weg, aber ein teurer Weg, um Dinge herzustellen. Alien-Enzyme und so weiter. Es ist viel, wir brauchen das viel. Ich finde das schwierig jetzt. Warte mal. Wie viel Platz will ich mir eigentlich gönnen? Ach genau, ich habe Platz bis zur Bahnlinie. Dann nutze ich den Platz aus. Wir wollen sonst keine weiteren Dinge hier im Hinsetzen. Zocknerbakterien kommen in eine separate Reihe. Alles klar. Also.
Musst du erstmal nochmal weg? So. Ich glaube, Retrovirus brauche ich mehr als Plasmide. Ich würde da einfach auch mal 4 Gebäude hinsetzen. Einfach nur so ein Gefühl. Kann stimmen, muss nicht stimmen. So. Platz haben wir über. Was wir auch noch machen könnten, wenn wir später feststellen, oh nee, wir brauchen doch eher mehr Plasmide als Retrovirus oder umgekehrt, kann man ja ein paar Gebäude hiervon wegreißen, von dem einen, von dem anderen mehr dazu bauen. Ein bisschen Luft nach oben haben wir auch noch. Über die Schienen hinweg können wir nicht bauen. Da müssen wir sonst die zweite Reihe lieber machen. Ja. Hier ein Gebäude muss ich jetzt natürlich nicht setzen, ist klar. Heiße Luft können wir uns direkt von hier unten holen. Wunderbar. Das ist ja toll. Egal. Jetzt brauchen wir die beiden Sachen, lohnt sich, glaube ich, auf ein Band zu packen. Ich muss sowieso mal schauen, wenn 2, 3, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halbe Bänder und ein Band, wo wir Sachen rausgeben. Dann machen wir erstmal das Rausgeben. Da. Und hier geht's zum Bahnhof. Dann, ach so, ich bin verrutscht, sorry. Hier kommen Sachen rein. Vielleicht auch eher Sachen, die vom Bahnhof reinkommen. Also Laborequipment kommt vom Bahnhof. Und sonst weiß ich nicht. Eigentlich nur Laborequipment. So, und dann kommt hier nochmal Zeug. So rein. So, und das wäre für mich, wenn diese Incubated Petri Dishes. Incubated, hier ist das Pulver. Warte mal, Pulver und Glasflaschen sind sowieso hier schon auf einem Band.
dann wäre es vielleicht ganz gut, das abzugreifen. Das einmal außen rumführen. Kriege ich das nach oben? Ja, wie gesagt, außenrum dann. Hier sind wir ganz schön hoch. War das klug, hier zu bauen? In den Bändern meine ich nur. Das gefällt mir so nicht. Warte mal. Wir machen das anders. Ich gehe da nicht außenrum. Glasflaschen sind ja sowieso schon da. Könnte ich da abzwacken. Aber hier sind die beiden Produkte direkt nebeneinander. Wenn ich jetzt ich dann mal wegnehme, da hinsetze, nee, so rum. Warte mal, jetzt ist das auch beides auf der rechten Seite. Das ist halt schade. Wir machen das so. Warte mal, jetzt packt er das da mit drauf, das ist schlecht. Das war eine blöde Idee. Warte mal, da ist Platz, wir machen das so rum. So. Warte mal, jetzt gehe ich doch da lang. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin da schon zu hoch.
wäre der Weg. Wenn ich da... Das ist ein bisschen schlecht. Ein tiefer ist auch schlecht. Dann eher zwei tiefer. Zwei tiefer als die Kiste. Also warte mal. Du hast eventuell den Schwierigkeiten. Oh, ich habe gar keine Ascheentsorgung für dich gemacht. Wollen wir dich ersetzen durch so eine gelbe große Fabrik? Aber dann sind die Klippen da und so, das ist... Kann ich hier schnell eine Ascheentsorgung machen? Warte mal, du hast auch keine Ascheentsorgung. Wir machen das mit einer Kiste. Also wir machen erstmal Folgendes. Diese Fabrik hier machen wir mal blau. Sicherheitshalber. Ob die jetzt genügend Moos bekommt und sowas, wage ich auch zu bezweifeln. Dann machen wir hier nochmal einen Greifarm hin und eine Kiste. Nein, das wollte ich ja nicht. Positivliste. Asche. So. So. Das schon mal und die brauchen das auch. Die brauchen zumindest einen Teil davon. Können die das hier bekommen? So, ihr da oben auch? Nee, gar nicht. Ach so, dann haben wir die normalen Petrischalen und Glasflaschen. Die können dann auf ein Band. Hier Bio-Samples, das kommt vielleicht auch vom Bahnhof. Machen wir Labor und Bio-Samples auf 1. Moss Gene Sample und Glasbehältnisse könnten theoretisch auch auf 1. Hm.
Ich muss noch mal was ändern. Wir brauchen noch mehr Platz sozusagen. Mit den Fließbändern, das reicht mir sonst nicht. Warte mal, wir machen mal. Das hier so weg. Du gehst dahin, du gehst dahin. Hier kommt ein anderes Band. Und der greift sich hier nochmal was von dem Band von oben. So. Auf das Band hier machen wir die Ausgabe von da. Das wäre ganz gut, das in die Mitte zu machen. So, der Retrovirus soll da auch drauf. Passt. So, der Retrovirus soll aber auf die andere Seite. So. So, dann habe ich gesagt, hier drauf Labor und Biosamples und hier machen wir Moss Gene Samples und Glasflaschen. Hier nochmal. Du brauchst sonst nichts. Du brauchst das von dem Band, was da noch nicht ist. Und du brauchst noch einiges. Genau, Glasflaschen und Petrischalen. Achso, und das andere. Aber von da. So, Laborzeug lasse ich hier noch nicht anliefern. Das können wir schon mal machen.
wäre dann CDNA. Also da so. Und dann machen wir das Laborzeug hier. Also genau, hier habe ich so ein, das habe ich euch auch noch gar nicht erzählt, vor langer Zeit schon, habe ich hier so einen Fuel-Stop eingerichtet, wo die Züge jetzt immer hinfahren. Irgendwie, dass die das automatisch machen per LTN, geht glaube ich nicht mehr. Also muss man jetzt irgendwie anders lösen. In der alten Staffel war es ja so, dass ich einfach einer Haltestelle gesagt habe, du heißt Fuel-Stop. Und dann habe ich in der LTN-Konfiguration, in Mod-Einstellungen gesagt, die Fuel-Stop-Haltestelle heißt halt Fuel-Stop und dann hat er das automatisch gemacht. Jetzt kann ich da aber keine Haltestelle mehr eintragen. Insofern fahren die Züge das nicht automatisch an, sondern ich habe das jetzt einprogrammiert fest, dass sie nach jeder Route hier einmal vorbeikommen. Und die tanken deshalb Holz, weil lustigerweise die Züge natürlich auch sonst Asche erzeugen würden. Auch wieder so eine fiese Geschichte, müsste man sonst erstmal wieder Asche entladen und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Also nehme ich lieber Holz. So, du warst hier. Gummi. Achso, warte mal, dann bist du Abholung CDNA. Ist es sinnvoll, das hier in so einen Bahnhof zu packen? Ich weiß es noch nicht so genau. Du bist Anlieferung Laborequipment. So, hier machen wir ganz extreme Beschränkungen. Und du musst jetzt von hier unten kommen. Können wir schon mal im Zug Bescheid sagen. Fuel. Thank you.
So, und das. Da lang. Und es soll aber nur. Eventuell auf eine Seite. Also ja, mit Biosamples müssen wir noch gucken. Sonst brauchen wir hier die Glasflaschen und Moss Gene Samples. ...0,1 pro Sekunde. Boah, und hier habe ich gesagt 1. Das kannst du aber knicken. Es gibt kein besseres Rezept. Nun. Ich würde sagen, ich mache zumindest mal ein zweites Gebäude dorthin. Mehr erstmal nicht. Glas Duralumin fehlt mir. Toll, 5 Duralumin fehlen mir. Warte. Also Glas, das habe ich hier aber auch. Dass ich jetzt erstmal nur 2 Gebäude baue, ist kein Problem. Ich kann ja später Moss Gene Samples auch per Bahnhof anliefern und so. Wenn ich denn feststelle, ich brauche doch eine große Anlage davon. Aber erstmal reicht das hier. Warte mal, Q. So. Einmal das, der kommt weg. So ein Moos.
Der will auch Moos haben, alles klar. Das ist ganz primitiv. So. 2 Moos pro Sekunde, das ist viel für einen so einen Greifarm. So, und jetzt wollte ich das zusammen mit den Glasflaschen irgendwo haben. Hier sind Glasflaschen. Und muss mal gucken, wo die nächste sinnvolle freie Bahn ist. Also das hatte ich hier gesagt. Also geht das so? Ja, wunderbar. Aber dann lasse ich den doch noch mal da als Kiste. Jetzt habe ich es mit 0,1 pro Sekunde, also ein so ein Greifarm reicht. So. Darum. Muss ich gerade noch mal irgendwas tun. Du legst hier mal nur auf eine Seite. Dann würde ich das schon mal verlängern. Dann denke ich immer, ich habe da noch ein Fließband frei. Du da oben hin, da kommen aber später die Bio-Samples noch mit drauf auf das Band. So, das heißt, eigentlich brauchst du, das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? So, warte mal, die nächsten brauchen das ja auch noch. Du brauchst das ja auch. Zumindest die Glasflaschen.
Dann brauchst du noch Raubzeug, normale Petrischalen und Stahlträger. Stahlträger ist ätzend an dieser Stelle. Habe ich hier nicht. Sehe schon doch noch einen Bahnhof da irgendwo. Ah ne, warte, das geht schon über ein Fließband, ja. Also Vrauk und Petrischalen. Warte mal, dann machen wir es so. Klar. Warte mal, dann machen wir das mal. Belegen wir das hier schon mal. Da ungünstig. Warte mal, ich setze hier mal einen weiter. Nein. So. So. Und du brauchst einfach einen Strommast. So, dann kommt ein Band. Dahin. Und das andere Band. Mit den Stahlträgern weiß ich noch nicht so genau. Hier erstmal Petrischalen und Vrauk-Zeug drauf. Das wäre hier. Hier habe ich auch keine Ascheentsorgung gemacht, ne? Ich muss einfach mal weg. So, jetzt wird der hier schon mal nicht mehr gebraucht, garantiert nicht. So, dann hier nach abzweigen. Und dann muss da noch irgendwie Vrauk-Zeug mit drauf. Und zwar das, was bis da sowieso schon geht. Wenn ich da einen höher gehe, komme ich dagegen. Wenn ich da einen tiefer gehe, ist auch doof. Hier habe ich eigentlich Platz gelassen.
Ups. So. So, haben wir die beiden Sachen. Das heißt, es fehlt nur noch Stahl. Und das werde ich dann ohne euch machen. Von hier. Von hier produzieren wir Stahl. Und dann muss ich das irgendwo hier hochziehen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht hier neben dem Seetang. Neben dem Alu. Irgendwo so, da wird sich schon ein Plätzchen finden. Alles klar. Und dann haben wir aber immer noch. Haben wir dann schon CDNA? Achso, genau, da müssen wir noch Bio-Samples machen. Und Laborequipment habe ich noch keinen vollen Zug. Lass den schon einmal kommen. Dann ist hier schon mal auf dem Band was drauf. Warte mal, Glasflaschen? Ach, du brauchst auch Glasflaschen. Ihr braucht alle Glasflaschen. Da müssen wir noch ein klein bisschen umbauen. Dann, gehst du doch gerade hier hoch. Dann gehst du nochmal hier, um Gestalt zu greifen später. Habe ich den schon mal Stahl gegeben, zufällig. Schadet ja nichts. Warte, ach so. Sorry. Dann muss ja das so. So, wunderbar. Die machen also schon Retroviren. Dann da fehlen noch die Zocknerbakterien. Genau, die müssen wir dann nächstes Mal noch machen. Alles klar. Kann ich schon mal Grundsteinlegung machen.
So, ich brauche einen Platz für Greifarme, zwei Platz für Fließbänder mindestens. Und auch da mache ich mir nochmal zwei Plätze mehr frei. Aber ihr seht es ja, hier zum Beispiel links ist jetzt auch nur noch ein Band übrig geblieben von den freien Dingern. Und da, wie viel Luft brauchen die? Hier kann ich so aussehen. 10 pro Sekunde. Pressure Pump habe ich bestimmt nicht gebaut. Kann ich auch nicht bauen. Kein Stahl. Ne, ist klar. Ich habe Stahl. Mal eben das Verhältnis klären. Oh, ich hatte noch eine. Hm, toll. Du machst 200, ja, ist klar. Also ein so ein Ding versorgt die ganze Reihe. So rum dann. Oder andersrum. Da brauchen wir später viel von. Machen wir erstmal so. Aber ich werde nur, sagen wir mal, 4 Stück hier platzieren, weil ich die gerade noch in der Tasche habe. Ach so, ein Druckluft, genau. Hier die Pressure Pump hin. So. So und so weiter, aber klar, das mache ich noch fertig bis zum nächsten Mal und dann haben wir im Prinzip CDNA geschafft. Dann wollen wir da nicht noch eine weitere Folge spendieren. Dann müssen wir uns mal, muss ich mal gucken, dass ich Ralesia herbeizaubere und so. Machen wir da dann weiter. Also bis dann, macht's gut, tschüss.